Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark Project Gold. Die komischen Steine hier, die reden wieder mit sich selbst. Insofern alles beim Alten. Ich habe jetzt wieder eine ganze Weile nicht gespielt, weil wie gesagt, letztes Mal musste ich so viel in einem Rutsch aufnehmen. Ja, das war schon jenseits von Gut und Böse. Ich war danach so fertig nach dieser Runde. Das ist unglaublich. Das darf dieses Mal auf gar keinen Fall wieder so eskalieren. Ja, das muss ich unbedingt verhindern. Oh Gott, Moment, da muss ich gerade mal gucken, ob ich überhaupt meinen Sound aufnehme gerade. Ich kann das nämlich, wenn ich Thief spiele, mal nicht sehen. Da muss ich gerade nochmal pausieren, kleinen Moment. Ja, und es hat alles gepasst. Ja, ich bin schon so verwirrt. Das geht jetzt schon wieder gut los. Ich bin schon so verwirrt, dass ich vergessen habe, ob ich mich, also dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, ob ich meinen Sound aufnehme oder nicht. Das wäre natürlich fatal, wenn ich den nicht aufnehme. Genau. Und ich weiß auch, wo die Augengläser sind. Das habe ich nachgeguckt, damit ich hier nicht weiter so planlos hin und her laufe. Die Augengläser sind nämlich... Ich bin mehrere Male dran vorbeigelaufen. Wie immer, ja. Es ist natürlich ein Geheimgang. Ja, das musste so sein. Das musste natürlich so sein und dieser Geheimgang ist sogar... Hier. Das ist der erste Geheimgang, muss ich sagen, in diesem Spiel, der so unauffällig ist, dass man ihn echt... Hä? Moment, ich will das nochmal kurz demonstrieren, wie das aussieht, wenn es zu ist. Das will mich verarschen, das Spiel. Nein! Ja, okay, gut. Ja, jetzt, wo man es natürlich so sieht, ist es irgendwo offensichtlich, ne? Aber hier ist auch kein Licht. Man sieht es irgendwie durch das Licht, weil es so dunkel ist, sieht man es nicht so gut. Ich meine, wenn man hier schnell vorbeigeht... Schnell. Ja, so. Wenn man hier schnell vorbeigeht, sieht man es nicht. Ja gut, ich versuche mich gerade rauszureden. Ja, es ist eigentlich total offensichtlich. Verdammt, dass ich das die ganze Zeit nicht gesehen habe. Da sind die Augengläser nämlich, so. Jetzt kann ich das hier noch mitnehmen, das noch mitnehmen. Da lacht das Hähnerherz. Ja, da lacht das Herz, wenn es was zu fressen gibt. So. Haben wir das auch. So, jetzt müsste ich alles haben. Ziele. Töten Sie keine Dienstboten, fliehen Sie aus dem Lager der Bruderschaft. Ja. So. Weil es so schön war, speichern wir jetzt trotzdem nochmal, weil ja, ich habe ja jetzt die dämlichen Augengläser endlich gefunden. Das heißt, ich kann auch nochmal speichern. So, verdammte Axt. Jetzt sind hier auch alle tot. Jetzt kann ich hier einfach ganz chillig aus der Vordertür rausspazieren. Hä? Ach, der steht da noch rum, der Sack. Hups, das wäre jetzt fatal gewesen. Da wäre ich ja genau in den Typen reingerannt. Habe ich den nicht getötet? Tatsache, der lebt noch. Also, da könnt ihr mal sehen, wie mein Gedächtnis funktioniert. Nämlich gar nicht. Mein Gedächtnis funktioniert gar nicht. So schlecht. So. Aber kein Problem. Hallo? Hallo? Mission beendet? Hallo? Dann halt nicht. Moment, was fehlt mir denn noch? Töten Sie keine Dienstboten. Fliehen Sie aus dem Lager der Bruderschaft. Ach, da muss ich jetzt wahrscheinlich unten die Kanalisation, ne? Würde ich jetzt mal schätzen, weil das ist das Einzige, was jetzt irgendwie Sinn ergibt. Warum habe ich's? Ich ducke mich die ganze Zeit immer. Das ist noch von Outlast drin, dass ich mich ständig ducke. Irgendwie, ich weiß nicht, bei Outlast habe ich den Finger immer chronisch auf der Duckentaste und auf der Sprinttaste. Das ist natürlich der Shift. Aber hier ist es irgendwie langsam gehen. Ne? Und wenn ich dann das drücke, dann laufe ich so.
Nee, ach, hier bin ich doch auch falsch. Jetzt geht's Verlaufen wieder los, ja. Dann habt ihr jetzt noch ein bisschen Verlaufungs-Action jetzt am Ende. Ich muss ja auch die Episode noch so voll kriegen, dass das hier noch eine komplette Episode wird. Ich muss ja auch Zeit schinden, ja. Ich muss ja hier genug Content produzieren, damit es wieder für eine ganze Woche reicht. Insofern, das ist ja alles. Ich schinde ja eigentlich nur Zeit. Eigentlich weiß ich ja, wo ich hingehen muss, ja. In Wirklichkeit ist es ja alles nur Kalkül und ich will einfach nur Zeit schinden. Ja, das ist ja nur die ganze Wahrheit. So. Und nichts als die Wahrheit. Wow. So. Jetzt muss ich hier rein. Bin ich eigentlich hier schon mal jemals nach rechts gegangen? Ist das eigentlich mal so eine. Ah ja, okay, bin ich. Bin ich tatsächlich, bin ich. So. Jetzt kann es sich nur noch um Sekunden handeln. Ich muss doch hier runter, hoffe ich. Also wenn ich jetzt hier nicht runter muss und da wirklich oben wieder irgendwo runterspringen muss, damit ich rauskomme, dann drehe ich hier am Rad. So. Hops. Hm. Hier könnte der Ausgang sein. Das ist später sicher hilfreich. Super Gerrit. Super Gerrit für diese Feststellung. Also wirklich astrein. So, da hat Gerrit jetzt, glaube ich, den Lacher des Abends gebracht. Ich glaube, besser wird's nicht mehr. Weil meine Witze sind ja alle total flach. So. Also, Schwierigkeitsgrad hart. Schwierigkeit hart. So. Gesamtzeit 2 Stunden, 42 Minuten und 52 Sekunden. Oh, ich habe fast alle Beute gefunden. Ein bisschen was hat mir gefehlt. 13 von 22 gestohlen. Whatever. Also das verstehe ich auch immer nicht so richtig. Was denn da jetzt genau gestohlen? Also Beute oder von irgendwelchen Leuten was gestohlen? Eigentlich doch immer, was die am Gürtel tragen, ne? Das ist damit gemeint. Schlösser geknackt 5. Gemeine Morde 0. Erschlagen 50. Oh, ich habe echt das ganze Level in Tiefschlaf versetzt hier. Treffer 166, Wunden 17, Heiltränke 23. Getötete Unschuldige keine und die übrigen Toten 6. Wer auch immer das war. Bestimmt irgendwelche. Ach ja, der eine Typ, der sich da verbuggt hat unter der Treppe und ein paar andere. Unwichtige. Vom Gegner entdeckte Körper 4. Eieiei, schon 12 Stunden gespielt, ja. Also wie ich schon sagte, damals hatte man von so einem Spiel noch richtig viel gehabt. So, jetzt muss ich an der Stelle nochmal kurz den Joro grüßen. Der hatte mir in einen Kommentar geschrieben, man merkt total, dass das, dass du gesagt hast, dass das dein Lieblingslevel ist oder so. Also ich muss dazu sagen, das ist ja wirklich ewig lange her alles und ich weiß noch, dass mir das Level gut gefallen hat, weil da ganz wenig Zombies und so drin vorkamen, also, beziehungsweise gar keine Zombies drin vorkamen, sondern nur Menschen beklauen sozusagen und dann auch noch Magier, das fand ich irgendwie ganz cool. Und weil das Leveldesign ganz interessant war, aber natürlich kann ich mich nicht an irgendwelche Details erinnern. Also ich wusste zwar, dass es die vier Türme gibt, aber ich wusste jetzt zum Beispiel nicht mehr, ob ich da von oben oder von unten rein musste. Ja, also das sind immer so Sachen, da kann ich mich immer nicht mehr an die Details erinnern oder wo diese komischen Augengläser lagen. Keine Ahnung. Das ist alles zu lange her dafür. Ich weiß halt nur noch, dass mir das Level gut gefallen hat. Damals, als ich das erste Mal gespielt habe. Weil das sind ja die positiven Sachen, die hängen bleiben und nicht die negativen Sachen, wie dass man da ewig rumgesucht hat, bis man mal was gefunden hat. So. Jetzt höre ich auf rumzulabern, jetzt wird fortgefahren. Den Feuertalisman an einem Ort, den sie verlorene Stadt nennen, versteckt. Die verlorene Stadt wurde vor vielen Jahren von einer Sintflut zerstört. Die Hüter haben den Zugang zur Stadt, einen Spalt am Grund des Flusses am Ostrand der Stadt, versiegelt.
Wenn ich in der Bibliothek richtig recherchiert habe, ist dieser seltsame Stein, den ich gefunden habe, der Schlüssel. Außerdem habe ich eine Karte der Stadt. Sie ist so alt, dass die Ränder zerfallen, wenn ich sie berühre. Die Karte zeigt die Stadt, das heißt, wie sie einmal aussah. Ich hoffe, es hat sich nicht zu viel verändert. Oh, Kacke. Ich wollte gerade eben noch sagen, bevor ich auf Fortfahren gedrückt habe, wollte ich noch sagen, wer weiß, was jetzt für eine Mission kommt. Ich weiß es, ich wusste es nämlich nicht mehr. Oh, Kacke, ich weiß, das wird richtig fies. Das wird richtig fies. Vor allem ohne Quicksave. Okay, Moment. Also ich lese erstmal vor, was wir überhaupt machen müssen. So. Der verschlossene Zugang zur vergessenen Stadt wird auf dem Grund des Flusses in dieser Gegend vermutet. Der erste Schritt besteht darin, diesen zu passieren. In der vergessenen Stadt müssen... Ach ja, das ist die Scheiße mit den Umlauten, die sie hier verzapft haben. Habe ich Scheiße gesagt? Verzeihung. Verlorene Schätze liegen. Nehmen Sie einige an sich. Einige? Das ist sehr präzise, Leute. Einst schickten die Hüter eine Gruppe von Kartografen zur vergessenen Stadt. Sie kehrten nie zurück. Wenn sie die Medaillons aus den Überresten der Expedition bergen, schulden die Hüter ihnen einen Gefallen. Der Feuertalisman wurde vor langer Zeit in der vergessenen Stadt verborgen. Es ist Zeit, ihn mitzunehmen. Den Talisman zu finden ist schon eine Leistung, aber um dafür belohnt zu werden, müssen sie die vergessene Stadt auch wieder verlassen. Naja. Und ich habe keinen Safe State angelegt vor dieser Nummer hier, bevor ich das hier gestartet habe. Das ist auch nicht gut gewesen. Das muss ich dann gleich machen, sobald wir im Level sind. Das heißt, ich muss jetzt wohl überlegt einkaufen. Ja. Erstmal Wasserpfeile, die brauchen wir hier auf jeden Fall. Und ich werde euch auch später erklären, warum. Gaspfeil haben wir einen. Blitzbomben. So ein Gaspfeil kostet verdammt nochmal 500 Tacken. Okay. Zwei Heiltränke auf jeden Fall. Die werden wir eh brauchen. Einen weiteren Gaspfeil noch. Wie ist denn so ein Lufttrank? Also jetzt mal ganz ehrlich, Lufttrank, ja. Das habe ich auch früher nicht verstanden. Weil, guckt euch doch mal an, ja, was ist denn ein Lufttrank? Ein Lufttrank ist doch nichts anderes als Luft in einer Flasche, die er, wenn er unter Wasser ist, einsaugen kann, damit er noch ein Stückchen weiter schwimmen kann. Oder nicht? So. Und warum kostet denn Luft in einer Flasche 125 Tacken? Kann mir das mal jemand erklären? Das muss magische Luft sein oder so. Keine Ahnung. Mann, Mann, Mann. Nee. So. Was haben wir denn noch? Also gut, ich würde sagen, zwei Seilpfeile, dann reicht es noch für einen Lufttrank. Den brauchen wir, glaube ich, weil da muss man ziemlich viel schwimmen am Anfang. So, und ich glaube, das war's. Also, das sieht ganz gut aus so. So. Okay, ich lege jetzt erstmal direkt einen Safe State an. Weil, ne, habe ich ja vergessen am Ende der letzten Mission. Das muss ich ja eigentlich immer machen. Am Anfang. So, jetzt gilt es, mich daran zu erinnern, wo dieser komische Zugang gewesen ist. Ich weiß noch, dass das irgendwo... Ach ja, genau, den hatten wir, glaube ich, sogar schon mal gesehen, ne? War das nicht sogar hier? Ja, da unten war das. Aber Moment, ich gucke hier trotzdem nochmal rum. Immer alles erkunden, ja. Immer gucken. Hat hier nicht vorher mal Feuer gebrannt? Ich gehe nochmal hier nach rechts. Okay, hier ist jetzt zu. Hier kann man noch lang. Hier ist auch zu, okay. Ja, ich habe nur mal da geguckt, so von wegen, vielleicht ist der ja Beute, ja, dann hätte man vielleicht schon mal ein bisschen was einsacken können. So. Ich wähle das schon mal aus. So, Schlüssel. Upsie. So, jetzt geht da die Tür auf, ihr habt es gesehen. Ich muss aber hier nochmal Luft holen.
So, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann mich an den Weg überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, das ist jetzt, ich mache das jetzt auf gut Glück. Kann sein, dass ich verrecke unterwegs, weil ich irgendwie den Weg nicht finde unter Wasser und dann mich total verhaspel. Was ist denn das hier? Ja, da geht's schon los. Da schwimme ich schon direkt in die Sackgasse rein, aber hier kann ich nochmal Luft holen.